Ich kurz nachschauen, ob es auch funktioniert. Ich grüße euch. Ich möchte heute mit euch durchgehen, wie man dann bei unserem Beispiel so ein Geländer hinbekommt. Ich persönlich habe schon drei, viermal gemacht, weil es mich immer beim Videografieren rausgeschmissen hat. Also, ich fange jetzt wieder von vorne an. Es ist normalerweise nicht ganz so einfach, weil ich jetzt einige Abkürzungen nehme. So, ich gehe mal ins Geländerwerkzeug. Hier das Wichtigste, meiner Ansicht nach, ich stelle mir sofort von assoziativ auf statisch. Hier von assoziativ auf statisch. Dann nehme ich mir von den Favoriten her etwas Einfacheres, zum Beispiel Geländer mit Pfosten. Da kann ich dann die wichtigsten Punkte eigentlich ganz gut zeigen. Ich persönlich habe schon mehr drinnen. Das ist normal in der normalen Vorlage nicht drinnen. Aber das ist ein relativ einfaches Geländer, wodurch die meisten Sachen schon drinnen sind, mit dem ich arbeiten kann. So, das nächste Segment. Ich muss festlegen, in welcher Distanz mein Geländer vom Mittelpunkt sein soll. Wenn ich es, ich zeige es jetzt mal einfach gerade. Oder in diese Richtung. Okay. Und wenn ich jetzt von hier nach hier reingehe, sieht man, ich mache das mal nur bis hier hin einmal, dann schaut das schon mal ganz okay aus. Aber man sieht, oh, der Handlauf läuft in die falsche Richtung. Also das war die falsche Drehrichtung. Wenn ich sowas mache. Kein Problem, ich gehe zurück. Beginne einfach von oben neu. Allerdings ohne Handlauf. Moment, die falsche. Ich will das hier. Interessanterweise hat es mir jetzt nicht genommen. So, jetzt müsste es aber passen. Und ich habe jetzt gar nichts verstellt, sondern einfach die Favoriten so übernommen, wie ich es eigentlich haben wollte. Das hat es mir zuerst nicht gemacht. Und jetzt mache ich ein Geländer komplett durch. Ich achte darauf, dass ich auch wirklich die Vorderkanten erwische. Hier habe ich es nicht erwischt. Also gehe ich mit der Rücklöschentaste einen Schritt zurück und beginne von neuem. Ich könnte jetzt bis hier hingehen, aber hier will ich keinen Knotenpunkt haben. Ich habe es eh so gezeichnet, dass das in etwa der gleiche Abstand ist. Ich gehe gleich hier hin. Das sind eben diese Vereinfachungen, die ich gesagt habe, die man am Anfang nicht so kennt. Wenn man hier hingeht, hat man einen Knoten und natürlich auch eine Stehe, hier wieder. Ich möchte aber nur hier eine Stehe haben, also habe ich das gleich so gezeichnet, dass dieser Abstand eigentlich ziemlich passen sollte. Nicht ganz, aber. Hier wieder sollte man versuchen, den Anfang wirklich zu treffen. Und was auch dazu kommt, was für Anfänger schwierig sein könnte, ja, also dazu komme ich später. Jetzt habe ich hier mal so das Gelände drinnen, sitzt auf Achse, ich kann es so nicht wirklich befestigen. Das ist es auch nicht ganz hier zumindest. Hier stimmt's. Ich setze es ganz raus, oder? Setze ich es ganz raus? Hier ist da hinten. Also, man muss schon bei der Sache relativ genau sein. Okay, es ist, ich bin hier den, das passt schon, wo es ist. Und zwar bei dem Profil bin ich ein bisschen rausgesprungen von hinten. Okay, da passt es genau.
Steuerung hat das T. Als allererstes möchte ich jetzt einmal die Pfosten bearbeiten. Die Abmessungen, hier habe ich den Geländerpfosten 23, da kann ich, das ist dieser eingebaute Pfosten, der normalerweise drinnen ist, da kann ich mal sagen, wie groß er ist. Den nehme ich jetzt 3, 5, hier auch, 0,35. Und ich möchte Befestigungen haben. Welche Art von Befestigungen? Hier, diese hier und hier 0,05. 5 cm muss ich noch beim Segment selber einstellen, und zwar entweder hier oder hier. Das muss ich einfach probieren, ich weiß das nicht auswendig. Mal kurz anschauen. Hier habe ich mich mal kurz vertan. Ich weiß schon wo. Nochmal die Pfosten. Und zwar Stil und Abmessungen. 0,35 klarerweise. Und hier möchte ich auch 30 cm tiefer gehen, also minus 0,3. So, jetzt hat das schon mehr Sinn. Es ist die Frage, ob ich hier wirklich nur einen Eckpfosten haben will, da muss ich die Befestigung anders machen. Hier sieht man das ganz gut. Da wird das eigentlich so nicht funktionieren. Da müsste ich dann hier eine schräge Konsole mit links und rechts kleine Flügelchen haben. Aber sonst, ja. Hier kann ich mir helfen, hier kann ich ein wenig zurückgehen, bis eben die Befestigung möglich wird. So, die Zwischenpfosten, die da hier. Steuerung hat das T. Stelle ich mir einfach gleich ein. Die Innenpfosten, Geländerpfosten 23, ist er auch, passt. Und Stil und Abmessungen, 3,5. Und das untere minus 0,35, minus 0,35. Und Befestigung möchte ich auch haben. Dieses hier. Und 0,5, okay. 35 war zu viel. Habe ich falsch im Kopf gehabt. Das ziemlich gleichmäßig durch. Auch bei der Stiege passt es ganz gut. Auch hier, was nicht passt, ist das hier. Das bekomme ich auch nicht so hin. Das erkläre ich dann noch später. Lass ich einfach mal reinschauen. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne ja, mit diesen Eckpfosten ein wenig anders vorgehen. Ich möchte hier noch einen Knotenpunkt setzen. Und hier will ich auch noch einen Knotenpunkt setzen. Und weil ich es markiert habe, ist hier das Bearbeiten-Symbol. Bearbeiten. Ich möchte diesen Pfosten entfernen, dieses Panel entfernen, dieses Panel entfernen. Jetzt kann ich beenden. Jetzt kann ich mit den Knoten
falls ich sie erwische. Gehen wir mal raus drum. Diese kann ich die näher ransetzen. In diesem Fall wäre es dann nicht schlecht, wenn ich mir irgendwie diese näher ran, dass das enger wird. Und so kann ich meine Ecken gestalten. Ich kann auch die Knoten anders bearbeiten, aber das muss ich jetzt noch hier machen, ich müsste es noch hier machen, ich müsste es noch hier machen, ich müsste es noch hier machen, damit das realistischer wird. Also leider muss ich wirklich hier noch einen setzen. Diesen weg. Das ist drüben nicht passiert. Wieder vorsichtiger zu fahren. Da gibt es manchmal offensichtlich Logikprobleme, hier zum Beispiel. Zu nahe kann ich es nicht. Irgendwann macht das dann richtig. Also es ist ein wenig aufwendig, um das so zu machen. Allerdings, wenn ich es nicht so mache, dann habe ich hier diese Paneele, die dann komplett durchgehen bis zur Ecke. Das ist offensichtlich ein Bug. Das heißt, ich versuche es mal hier. Ich nehme die Segmente, alles andere gebe ich weg und sage hier bei diesem Segment, Steuerung hat das T, du machst mir jetzt nicht einen Eckpfosten, sondern zwei solche Pfosten. Okay. Und wenn ich die Pfosten wieder reingebe, habe ich gemacht, nochmal. Ah ja, klar. Dann sieht man hier, dass das Panel durchgeht. Ich zeige es mal. Und ich müsste jetzt dieses Panel wieder in der Breite bearbeiten und auf den Pfosten setzen, den ich jetzt nicht erwische. Trotzdem bleibt das Ding hier wieder stehen. Also das ist dann, geht ziemlich genauso blöd zum Bearbeiten. Gut, ich lasse das jetzt mal einfach so stehen, weil der einfach hier auch Befestigungen macht. Mal sehen, ob ich das bearbeiten könnte. So, Stil abmessen, Befestigungen. Selbst. Eben, Stein hat das T. Abstandhalterungen. Kann ich hier nichts einstellen. Also, das hilft mir nicht recht viel. Zurück, zurück. Also, das Einzige, was hilft, ist wirklich eigene Pfosten zu setzen und die weit genug wegzubringen. Zurück.
trotzdem ist das nicht so einfach. Dann eben bearbeiten, diesen Pfosten hier einfach raus, dieses Panel raus, dieses Panel raus, das ist eine zu wenig. Hier fehlt mir jetzt ein. Jetzt habe ich ihn. Final kann ich ihn hinbringen. Das ist schon wieder zu viel. Ich lasse ihn mal weiter raus. So, also es ist, wie man so schön sagt, ein Gewächs. Aber immerhin, es wäre möglich und wenn ich damit arbeite, dass ich keine Paneele drin habe, dann muss ich mich auch um die Randpaneele oft nicht so scheren. Dann kann ich das Ganze auf einmal machen. Also ich gehe jetzt mal zurück. Zurück. Jetzt habe ich sehr viel editiert. Wie viel macht er mir noch? Also ich sage, das reicht. Einmal, Steuerung hat das T. Ich sage jetzt bei den Knoten von vorne herein, er soll mir hier auf 16 auseinander gehen. Okay, jetzt habe ich das überall. Und auch hier, nur diese beiden, die ändere ich jetzt. Bearbeiten. Segmente, alles andere weg. Es geht natürlich schneller, aber es ist wie gesagt für Paneele nicht gerade brauchbar. Großschreibtaste sind beide markiert. Steuerung hat das T. Und hier möchte ich doch nur einen haben. Okay. Und raus. Jetzt habe ich Eckpfosten, wo das halt mit den Paneelen dann nicht in Ordnung ist. Aber ich nehme die Paneele jetzt dann später ohnehin weg. So. Und jetzt geht es mir um den unteren Durchzug. Der muss tiefer runter. So, gut, dieser Gurt gehört auf -0,05. Okay, und er soll 3,5, also in der Höhe, ja, könnte ich ihn schmäler machen. 5, Metall, Stahl, okay. Ah, ich habe hier eben einen tollen Kommafehler drinnen, haben, wie ich schon so oft. Hier springt er mir immer. 0,035. So. Und nicht tief genug noch. Das war falsch. 0. Sitzt das mal unten. Hier bei der Stiege läuft es vorbei. Hier kann kein Würfel mehr durch, der eine gewisse Größe nicht überschreiten darf. 7,5 cm oder 12 cm, je nachdem. Da müsste ich mit 7,5 cm arbeiten. Also ich müsste das schon im Schnitt noch etwas genauer anschauen. So, an und für sich, soweit passt es mir mal. Befestigung passt, die Knotenbildungen stimmen beinahe. Gut, ich werde jetzt mal das T, das mal einem Geländer, ich muss hier rüberschalten, weil wenn ich hier drauf bin,
kann ich das Favorit für ein Segment machen. Wenn ich hier drauf bin, kann ich das, den Favoriten für das ganze Geländer machen. Und das möchte ich jetzt. Ich sage Plus. Geländer mit Befestigung. Okay, dann habe ich das. Und jetzt ändere ich etwas. Ich sage, Segment, ich möchte keine Paneele haben. Also das Grüne hier, Minus, also keine Paneele. Für Geländerstäbe. Geländerstäbe Plus. Das ist da einer zu viel. Damit. Ich möchte hier ein gleichmäßiges Geländer einfach aufteilen mit einem Abstand von 12 cm und Geländerpfosten 23, das passt mit Stilabmessungen 0,035. Ja, interessanterweise Metallstahl ist drinnen, trotzdem. Messungen, 3D-Darstellung, Oberfläche überschreiben, tun wir nicht. Geländerstahl. So, schauen wir uns das mal an. Okay. Und schon habe ich ein relativ schönes Metallgeländer, das allerdings, wie gesagt, bei den Eckpfosten, die ich rausgeschoben habe, nicht neu aufgeteilt wird. Hier ist der Eckpfosten, hier nur sehr wenig Abstand, dann die 12 cm, sehr wenig Abstand, weil es bis rausrechnet. Also ich müsste jetzt diese Geländer noch einmal bearbeiten, wenn ich es ganz genau haben will. So, Steuerung hat das T. Wieder ganz rauf, Entschuldigung, ganz rauf. Benennen und nun kann ich eben zwischen meinen verschiedenen Geländern recht gut hin und her schalten. T. Dieses hier oder gleich hier, wenn man sich das hier eingeschaltet hat, das kann man es natürlich genauso hier machen. Zu diesem Pfeil. Und schon ist es geschehen. So, das Problem, was ich jetzt noch habe, ist die 2D-Darstellung. Im Keller sehe ich auch das ganze Geländer, weil ich es ja von oben bis unten durchgemacht habe. Und da ergeben sich schon einige Probleme, die nicht ganz so leicht zu lösen sind. Ström hat das T. Geländer. Grunddarstellung hier. Und zwar, wo möchte ich es sehen? Nur im Ursprungsgeschoss? Na, eigentlich will ich es in allen relevanten Geschossen sehen. Es geht ja durch drei Geschosse durch. So. Über dem, wir fangen ganz unten im relevanten Geschoss. Nein, im relevanten Geschoss möchte ich es einfach nur Unterbruchsymbol sehen. Schauen wir es kurz an. Von hier bis hier und aus. Im Erdgeschoss sehe ich auch das ganze Geländer. Ich markiere es mir nochmal. Steuerung hat das T. Relevant mittleres Geschoss. Da möchte ich es. So sehen, mal schauen, ob das jetzt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau. Also, Steuerung hat das T.
Erdgeschoss. Verdeckt sichtbar keine. Und ja. Und im relevanten obersten Geschoss sollte ich eigentlich die Möglichkeit haben, dass ich mir nur das einzeige, was in diesem Geschoss sichtbar ist. Jetzt habe ich aber kein Bruchsymbol, sehe alles. Mit Bruchsymbol. Ich habe ja kein Bruchsymbol, weil es nicht durch den Meter durchgeht. Also werde ich das hier nicht schaffen. Wenn ich das zum Beispiel nehme, Überbruchsymbol, okay, fortfahren, ist das Geländer weg, weil ich es eben nicht habe. Zurück. Steuerung hat das T, ich bin jetzt im falschen Geschoss. So. Hier sieht man eben alles, auch hier, wenn ich einen Sprung drinnen habe in der Schüssel, und das hier, ich könnte es abdecken. Aber es ist wahrscheinlich gescheiter. Ich mache Folgendes. Steuerung hat das T. Ich sage, ich möchte es nicht in allen relevanten Geschossen sehen, sondern nur im Ursprungsgeschoss und im Eingeschoss darüber. Okay. Ja, fortfahren möchte ich. Dann sehe ich es hier nicht mehr. Weil es eben hier noch sichtbar ist. Hier noch sichtbar ist. Ich gehe kurz in den Schnitt. Das heißt, ich habe ein Geländer 1 Meter geschnitten, bis dahin sieht man es. 1 Meter geschnitten, bis dahin sieht man es. Darunter sehe ich es nicht. Aber hier dürfte ich nur mehr das sehen, was ich hier oben offen habe. Ich gehe deshalb mal ins Erdgeschoss. Jetzt mache ich einen kleinen Umweg. Ich kopiere mal diese Aussicht hier, Steuerung C. Aber ich kann sie jetzt nicht einsetzen direkt, denn dann würde ich ja ein zweites Geländer drinnen haben. Das möchte ich nicht. Das heißt, ich mache mir jetzt einfach ein neues Arbeitsblatt. Richtig mal. Unabhängiges Arbeitsblatt machen. Erstellen. Bin schon drinnen. Steuerung V. Habe jetzt diese Geländerdarstellung. Allerdings nur als 2D-Darstellung. Hier kann ich es bearbeiten. Wenn ich es kann. Wie genau das Ganze jetzt sein muss, ist eine andere Frage. Kopiere mir das. Ändere das. Editiere das so, wie ich es haben will. Dann setze ich es einfach wieder drüben ein. Könnte ich sagen, okay, hier sehe ich sowieso nichts, das könnte ich noch wegnehmen, tue ich sogar. Und so weiter. Ich mache mir jetzt die Arbeit nicht. Steuerung C. Gehe ins Obergeschoss. Steuerung V. Ah, hier bin ich noch zu groß, das heißt, das gehört schon noch editiert. Von hier in diese Richtung, in diese Richtung, 0,5, das war zu viel. Ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das hier natürlich nicht alles mit das. Irgendwas habe ich mit verschoben. Ach, die Stiege, ja, sehr schön. Muss ich wieder anschließen, sauber. Stunde 3. Stunde 3. So. Ich hoffe, ich bin noch über.
überall dort, wo ich hin will. Ja, das schaut. Das ist ein wenig seltsam hier. Vermutlich durch die Verschieberei habe ich da jetzt irgendwas mitgenommen, was ich nicht mitnehmen hätte sollen. Aber ihr wisst schon, worauf es ankommt. Gut, einmal bis hierhin und viel Erfolg damit. Also rein von der 2D-Darstellung wäre es gescheiter, das Geländer immer zu teilen. Dass ich sage, ich habe hier ein Geländer, das geht rauf, geht von mir aus bis hierhin und hier mache ich ein neues Geländer, das rauf und bis hierhin geht. Dann kann ich die Sichtbarkeit ordentlich steuern. Also es ist, obwohl es möglich ist, das ganze Geländer auf einmal zu machen, mit Sicherheit gescheiter, kleinere Segmente darzustellen. Bei der Treppe geht das, was ich hier gemacht habe, so Überlappungen gar nicht. Beim Geländer geht's. Gut, bis hierhin und viel Erfolg damit.